Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Tina Kleierl. Ich bin seit gut 4 Jahren im Bereich Learning Services innerhalb des Siemens-Konzerns unterwegs und ich freue mich, Ihnen heute anhand eines Kundenbeispiels aufzeigen zu dürfen, wie Sie durch Ihre N-Anwende die Produktivität Ihrer Lösung steigern können. Wie wird der Erfolg in Ihrem Geschäftsbereich sichtbar? Jedes Unternehmen hat seine eigene Mission, seine eigene Vision. Und um diese zu erreichen, werden verschiedene Maßnahmen eingeführt. Es werden Digitalisierungsstrategien eingeführt, mit dem Ziel, Marktanteile auszubauen, Kosten zu sparen oder eben auch schneller und effizienter arbeiten zu können. Teil einer Digitalisierungsstrategie ist es zum Beispiel, Software zu implementieren. Doch wie wird der Erfolg einer Digitalisierungsstrategie sichtbar? Unter anderem, indem die Endanwender die implementierte Software erfolgreich einsetzen und leben. Wussten Sie schon, dass die nachhaltige Akzeptanz und Nutzung kritisch für den Erfolg einer neuen Softwarelösung ist? Deshalb ist es für eine erfolgreiche digitale Transformation unabdingbar, die Endanwender mit einzubeziehen. Dieser Ansicht sind auch 70% der Geschäftsverantwortlichen, welche dies als wichtigen Einflussfaktor für die Realisierung von Mehrwert aus den neuen Technologien definieren. Häufig ist es leider immer noch so, dass die Endanwender gar nicht wissen, welchen Mehrwert die Software mit sich bringt. Es fehlt an Zeit, sich mit der Software auseinanderzusetzen, Trainings zu besuchen. Kompetenzen werden nicht richtig ausgebaut. Oder die Implementierung scheint zu disruptiv für die Endanwender. All das sind Punkte und Faktoren, die den Endanwender und somit den Menschen betreffen. Für eine erfolgreiche digitale Transformation ist es deshalb wirklich extrem wichtig, die Endanwender mit einzubeziehen. Wir stellen uns diese Herausforderung und fokussieren uns auf die Akzeptanz und somit auf ihren Erfolg. Mit den 4 Kernkompetenzen, mit den 4 Core-Elementen Guidance, Monitoring, Learning und Support gelingt es uns, Akzeptanz zu planen, sicherzustellen und kontinuierlich weiter zu verbessern. Teile dieser Methodik sind beispielsweise, mit dem Kunden gemeinsam die Ziele zu definieren, regelmäßige Business Reviews durchzuführen, Meilensteine zu setzen, aber auch ein effizientes Training bereits vor dem Go-Live zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden möchte ich nun näher auf die Learning-Komponente eingehen und Ihnen anhand eines Kundenbeispiels zeigen, wie das User-Enablement zur Adoption beigetragen hat. Ich habe Ihnen heute ein Beispiel aus dem Projekt Valeo Siemens e-Automotive mitgebracht. Valeo Siemens e-Automotive ist ein deutscher Automobilzulieferer und ist vor gut 4 Jahren aus einem Joint Venture entstanden. Valeo Siemens e-Automotive fokussiert sich auf Komponenten von Elektro- und Hybridantrieben. Ziel von Valeo Siemens ist es, die Elektromobilität mit neuester und modernster Technik weiter voranzutreiben. Um dieses Ziel zu verfolgen, hatte Valeo Siemens e-Automotive vor gut 2 Jahren Teamcenter implementiert. Mit dieser Software gelingt es Valeo Siemens e-Automotive nun, interne als auch externe Kundenwünsche schneller und kosteneffektiver umzusetzen, als auch auf alle Daten in Echtzeit weltweit zugreifen zu können. Wir von Learning Services waren in diesem Projekt relativ früh mit involviert. Dementsprechend waren uns viele Daten und Fakten über das Projekt bereits bekannt. Wir wussten, dass es 700 Endanwender sein werden, die von diesem Projekt betroffen sind und letztendlich auch mit der Software arbeiten müssen. Uns waren die Solution Areas bekannt, die implementiert werden, als auch die einzelnen User-Rollen. Bezüglich der betroffenen Endanwender wurde uns der Hinweis gegeben, dass wir mit deutlich mehr Endanwendern rechnen müssen, die es zu schulen gibt, da zu diesem Zeitpunkt Valeo Siemens e-Automotive ein Unternehmen war, das sehr stark am Wachsen war. Diese Informationen reichten uns jedoch nicht aus, um ein maßgeschneidertes Trainingskonzept liefern zu können,
welches wirklich auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Endanwender von Valeo Siemens gerecht wird. Die Erfassung detaillierter Informationen ist Bestandteil unserer Work Breakdown Structure, welche hier mit seinen drei Phasen dargestellt wird. Wir haben hier die Design, die Develop und die Deliver Phase. In der Design Phase gilt es, neben der Analyse des Trainingsumfangs auch die Zielgruppe und den Schulungsbedarf zu analysieren. Auf diesem Input, basierend darauf, können wir ein kundenspezifisches Trainingskonzept erstellen, welches den Endanwendern gerecht wird. Die zweite Phase ist die Develop-Phase. In der Develop-Phase wird das Ziel verfolgt, effiziente Maßnahmen und hilfreiche Unterlagen bereitzustellen. Das heißt, in dieser Phase dreht sich alles um die Erstellung von kundenspezifischen Trainingsunterlagen. Hier ist es uns sehr wichtig, eng mit den Solution-Architekten als auch mit den Key-Usern zusammenzuarbeiten, da die Key-User die Prozesse kennen, die für sie im System implementiert werden. Und somit können die Key-User uns super Input für die Erstellung der Trainingsunterlagen liefern. Die letzte Phase, die Deliver-Phase, stellt die notwendigen Fähigkeiten der Endanwender sicher, indem eben die Trainings bereitgestellt und durchgeführt werden. Zurück zu unserem Kunden Valeo Siemens. Nach der Analyse des Trainingsumfangs, der Zielgruppe und des Schulungsbedarfs war uns bei unserem Kunden relativ schnell klar, dass hier der Blended Learning Ansatz der beste Ansatz sein wird, um die Endanwender unseres Kunden schulen zu können. Der Blended Learning Ansatz ist eine optimale Kombination aus Klassenraumtraining und Selbstlernphasen. Klassenraumtraining bedeutet, es gibt ein Training an einem festbestimmten Ort zu einer festbestimmten Zeit, das dann eben durchgeführt wird. Wohingegen das Online-Training dem Endanwender eine gewisse Flexibilität gibt. Das heißt, ich kann in meiner eigenen Geschwindigkeit lernen. Ich kann mir den Ort und den Zeitpunkt bestimmen, wann ich lernen möchte. Basierend auf diesem Blended Learning Ansatz haben wir für Valeo Siemens eAutomotive geeignete Schulungsmethoden identifiziert. Diese Schulungsmethoden finden Sie auf der folgenden Folie vor. Ganz links ist die Self-Paced E-Learning Komponente zu finden. Das heißt, wir haben für Valeo Siemens Standard-Trainingsunterlagen zur Verfügung gestellt, als auch kundenspezifische E-Learnings erstellt. Und in diesen kundenspezifischen E-Learnings wurden wirklich die Prozesse abgebildet, die beim Kunden implementiert wurden. Und was da auch noch ganz toll dabei ist, diese kundenspezifischen E-Learnings enthalten Klickanleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die in der Kundenumgebung aufgezeichnet wurden und somit dem Endanwender eine tolle Guidance geben, die Schritte im System richtig durchzuführen. Neben den Self-Paced E-Learnings gab es Klassenraumtrainings und virtuelle Klassenraumtrainings. Das Tolle hierbei war, dass wir das kundenspezifische E-Learning als Schulungsunterlage für die Klassenraumtrainings wiederverwenden konnten. Wir hatten den individuellen Support und On-Demand-Web-Sessions. Bedeutet, hier haben wir wirklich Sessions bei Bedarf angeboten, in welchen bestimmte Themen nochmal wiederholt und vertieft wurden. All das war Ergebnis der Designphase. Werfen wir nun einen Blick auf die Ergebnisse der Development-Phase. Die E-Learnings, von denen ich gerade gesprochen habe, wurden und sind auch heute noch über unsere Lernplattform Learning Advantage für die Endanwender von Valeo Siemens eAutomotive zur Verfügung gestellt. Learning Advantage ist unsere zentrale PLM-Lernplattform für Standardunterlagen als auch für kundenspezifische Unterlagen. Dort sind über 5000 self-paced Kurse zu verschiedenen Softwarelösungen zu finden, als auch Video und Assessments. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an Standardunterlagen zu verschiedenen Softwarelösungen, wie zum Beispiel Teamcenter oder Polarion. Wie Sie hier auch schön sehen, gibt es hier einen privaten Bereich namens Valeo Siemens eAutomotive Custom Training. Und in diesem privaten Bereich wurden die kundenspezifischen Trainings für unseren Kunden Valeo Siemens eAutomotive abgelegt.
In diesem Fall hier ein Beispiel von einem kundenspezifischen Training namens Drive Smart to Team Center. Und wie Sie hier sehen, das Training ist auch an das Corporate Design von Valeo Siemens angepasst. Und damit wirklich jeder Endanwender von Valeo Siemens das Wissen vermittelt bekommt, was er für seine tägliche Arbeit braucht, wurde das ganze Training rollenbasiert aufgebaut. Wie sah das komplette Lernprogramm aus? Einige Wochen vor Go Live erhielten die Endanwender ein Einladungsschreiben. Darin bekamen sie Informationen zum Lernplan, als auch die Zugangsdaten zur Lernplattform Learning Advantage. Somit hatten die Endanwender bereits im Vorfeld die Möglichkeit, sich mit Teamcenter Standardunterlagen auseinanderzusetzen, als auch das kundenspezifische E-Learning durchzuarbeiten. Kurz vor dem Go-Live fanden dann die Klassenraumtrainings statt. Ab dem Go-Live gab es dann den Individual Support, an welchen sich die Endanwender bei Fragen, administrativen Fragen, technische Fragen, prozessspezifische Fragen wenden konnten und dann Antwort darauf bekamen. Zusätzlich gab es dann auch noch die Web-Sessions, welche bei Bedarf durchgeführt wurden und gewisse Themen nochmal vertieften. Wie Sie sehen, ist das Selbststudium mit Standard- und kundenspezifischem E-Learning eine Ongoing-Phase. Das heißt, auch nach dem ersten Selbststudium haben die Endanwender von Valeo Siemens die Möglichkeit gehabt, diese E-Learning auch während ihrer täglichen Arbeit als eine Art Nachschlagewerk zu nutzen, da diese über die Lernplattform Learning Advantage rund um die Uhr verfügbar waren. Somit gelang es uns, ein nachhaltiges, wiederverwendbares Training zu liefern. Welche Erfolge konnten wir damit erreichen? Durch den Blended Learning Ansatz und die optimale Kombination aus Klassenraumtraining und Selbstlernphasen konnten die Trainingskosten reduziert werden. Das modularisierte Online-Training mit der rollenbasierten Struktur ermöglichte eine Einsparung der Klassenraumtrainings. Die Abwesenheit vom Arbeitsplatz wurde reduziert und folglich auch die Klassenraumzeit reduziert. Durch die rollenbasierten Lernpfade und den kontinuierlichen Zugang zum Trainingsmaterial war es möglich, schnell auf Informationen zuzugreifen, was wiederum zur Verbesserung der Effizienz führte. Und last but not least, die Senkung der Helpdesk-Kosten. Diese wurde erreicht, indem die Trainingsunterlagen rund um die Uhr zugänglich waren. Das heißt, die Endanwender konnten, wann immer sie auch Hilfe brauchten, auf die Klickanleitungen zugreifen, die auf Learning Advantage abgelegt sind. Und natürlich auch die On-Demand-Web-Sessions, welche zu einer Reduzierung der Helpdesk-Anrufe führten. Unser Kunde Valeo Siemens eAutomotive war wirklich unglaublich glücklich, dass es mit diesem Ansatz gelungen ist, letztendlich mehr als 800 Endanwender in weniger als einem Monat schulen zu können. Diese Success-Story hier fasst nochmal die Fakten unseres Lernprogramms zusammen und beinhaltet auch ein Statement des Kunden. Wir haben hier wirklich tolles Kundenfeedback, auf das wir sehr stolz sind und das auch eine gute Basis für die Akzeptanz der implementierten Software darstellt. Jedoch liegt der Fokus dieses gezeigten Kundenbeispiels nur auf Learning und der Entlastung des Supports. Um jedoch Akzeptanz planen und nachhaltig sicherstellen zu können, wollen wir in Zukunft ein Hauptaugenmerk auf die vier anfangs erwähnten Komponenten Guidance, Monitoring, Learning und Support legen und somit uns noch mehr auf Ihre Ziele und die Messbarkeit Ihres Erfolgs fokussieren. Und ganz egal, wie groß Ihr Unternehmen ist, unser Angebot ist skalierbar, wir haben wirklich für jeden etwas dabei und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Erfolg planen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.